In meinem Alter sieht man nicht mehr so weit. Seid sie alle da, weil hören tue ich nicht gar so viel. Sehr gut. Also, jetzt ist es ein bisschen nach 13 Uhr. Somit eröffne ich offiziell diese Kundgebung. Ich möchte noch einmal bitte darauf hinweisen, dass die Abstände wirklich eingehalten werden. Bitte. Nicht bärchenweise auch nicht, das geht nicht. Es ist leider nicht erlaubt. So. Also noch ein paar Hinweise in eigener Sache. Also den Ordnern und den Sicherheitskräften bitte schön Folge leisten. Ich möchte mich im Vorhinein schon bei den Sicherheitsbehörden bedanken, dass sie gekommen sind und schauen, dass wir das alles reibungslos umbringen. Dann habe ich noch eine kleine Klarstellung. Wir haben ausgeschrieben, dass der Musikklausi spielt. Dem ist nicht so, das war ein kleiner Irrtum. Ich habe Musikklausi habe ich geschrieben und das ist ein bisschen bei meinen Kollegen ein bisschen falsch umgekommen. Er hat dann verstanden, Musik, Doppelpunkt, macht der Klausi. Aber dem ist nicht so. Er ist dann ein Redner, auf den warten wir dann alle und wie gesagt, Musik leider nicht. Ja, genau. Freiwillige Sänger dann vor. Ja. Und als Richtigstellung möchte ich die auch noch ganz vorweg schicken. Das ist keine politische Veranstaltung. Ich möchte da klarstellen, ich selbst und die Vereinigung BGL steht auf, ist weder rechts noch links, noch oben noch unten. Also für alle, die was uns irgendwie immer. Für die, die was uns alle immer irgendwie in die rechte Schublade stecken, automatisch, nur weil man halt einmal seine Meinung preisgibt und die, was halt nicht wirklich jedem gefällt. So, ich werde mich kurz halten, weil der beste Redner bin ich nicht, wie ihr schon merkt. Und ich entschuldige mich schon mal im Vorfeld für meine wahrscheinlich eigenartige Wortwahl manchmal, aber ich bin halt einmal ein Mensch vom Volk. Steirer, ja genau, sag mal, man kennt mich. So, also zu meiner Vorstellung, zu meiner Person, mein Name ist Markus Baumgartner, ich habe diese Veranstaltung eingereicht und ich habe mir das natürlich auch genau überlegt, ich habe das nicht aus Jux oder weil man halt langweilig war gemacht. Ich habe mir das lang genug angeschaut und ich habe mir gedacht, irgendwie, das reicht einfach. Ja. Ich will dazu sagen, ich bin weder ein Corona-Leugner, ja. Ich sehe das nur halt ein bisschen anders wie manche andere Maskenfetischisten, sagen wir so. Und ich muss auch sagen, Corona für mich gibt es, ja. Es ist ja, ich streite das nicht ab, das tut eigentlich keiner von unseren Leuten da. Corona gibt es, Corona ist gefährlich, zweifelsohne, das wissen wir alle. Nur meines Erachtens noch, die Maßnahmen sind halt etwas übertrieben. Und ja, deshalb habe ich mir gedacht, mache ich mal so eine kleine Veranstaltung mit vielleicht ein paar Gleichgesinnten. Und siehe da, 2, 3, 4, 5 sind doch gekommen. Okay, also. Also, ich habe alle Punkte, was wir angeführt haben, werden wir nur kurz anschneiden. Ich werde mich jetzt da ganz kurz halten, weil ihr werdet dann ein paar andere Reden auch noch hören und wir werden manches doppelt hören. Und ich habe mir die Reden von den anderen nicht angeschaut, genau. Aber
es wird sicherlich einiges zweimal besprochen werden. Also, folgende überzogene Aktionen haben mich eben veranlasst, diese Kundgebung ins Leben zu rufen. Es geht erstens um Maskenpflicht im öffentlichen Bereich Fußgängerzone. Also, ich habe es damals sehr lustig gefunden, wie ich das eben gehört habe. Ich habe gedacht, irgendwie, ich höre auch nicht richtig, aber bitte, es ist halt einmal ein Erlass gekommen. Ich habe es nicht ganz kapiert, warum dass man in der Fußgängerzone jetzt auf einmal Masken tragen soll. Ihr kennt unsere Freilassinger Fußgängerzone alle persönlich wahrscheinlich. Es war jeder mal schon drinnen und es ist eigentlich nie so voll, dass man halt sagt, man kann nicht 1,5 Meter Abstand halten. Und warum soll ich im Freien Masken tragen? Also ich weiß es nicht, ich kann das nicht nachvollziehen. Und das ist der erste Grund, wo ich sage einfach, da stimmt irgendwas nicht. Man kann nicht beschließen, man kann sich schützen, aber nicht im Freien. Wenn man irgendwo ein bisschen komisch. Und dass ich heute dann sage, ich zwinge da Menschen die Maske auf und dass das dann nicht unbedingt sehr förderlich ist für die Geschäfte drinnen in der Fußgängerzone, das ist natürlich irgendwie auch verständlich, weil wenn ich heute sage, ich muss da auch noch so ein Kotztütchen so aufsetzen, dann freut mich das schon in der Öffentlichkeit im freien Raum eigentlich gar nicht. Und dann gehe ich ja schon gar nicht in die Fußgängerzone rein. Das ist natürlich nicht sehr förderlich. Ne? So, und habt ihr das nächste schon gehört? Ab Montag geht ja wieder die Schule los. Ne? Mit der Verordnung, dass halt die Schüler dann im Unterricht immer so eine Maske tragen müssen. Ja, ich finde das, bin da genau eurer Meinung, das finde ich nicht sehr richtig, aber weil meines Erachtens noch haben sie uns damals erklärt, dass die Jugend, Kinder, Jugend und die Erwachsenen, die sind die, was eigentlich am wenigsten irgendwie die Ansteckung kriegen können, also die Krankheit. Ich habe mir gedacht, das ist nur bei den älteren Herrschaften so, oder bei den älteren Leuten so, und die Jungen, die sind ja doch am resistenteren dagegen, habe ich mir gedacht, oder wurde uns heute so erklärt. Und jetzt da auf einmal tut man Kitas, Schulen, alles zusperren, das ist sehr wichtig, und dafür dürfen Menschen, die was in einem Büro arbeiten, 20, 30, 40 Leute zusammensitzen und da sagt keiner was. Und bei den Kindern, die was eigentlich immer resistenteren sind, vor allem von allen Leuten, und die tut man so beschränken, also finde ich nicht wirklich sehr sinnvoll. So, und jetzt kommt natürlich auch ein sehr großer Punkt und ein sehr wichtiger Punkt für mich. Was nicht, wer mich kennt, ich will jetzt da nicht unbedingt große Werbung machen. Ich bin ein kleiner Gastronom, ich habe nur so eine Posener Bude, Würstelbude in Freilassing. Und ich muss eins dazu sagen, ich habe keine Sitzplätze. Ich habe nur Laufkundschaft, die was halt abholen und die Speisen mitnehmen. Grundsätzlich muss ich sagen, es geht mir in dieser Zeit nicht schlecht. Ja? Ich habe meine Leute, die was das Essen holen, und der Umsatz ist natürlich ein bisschen zurückgegangen, weil natürlich die Leute Kurzarbeit haben oder Homeoffice haben, ist ganz klar, die fehlen mir natürlich auch. Aber ich muss sagen, es ist also, mich trifft es nicht wirklich. Deshalb ist es noch lange kein Grund, dass ich heute sage, mir ist die Gastronomie oder die Hotellerie vollkommen wurscht. Ja,
Gott im Gegenteil. Ich mache das für dich, für dich, für dich, für dich und für dich. Ja? Und also theoretisch kann es mir nichts anderes. Ich könnte sagen, ja, tja, mein Gott, warte mal ein paar Jahre, dann habe ich das abgesessen oder dann sind wir alle tot oder nicht. Ja, das konnte die machen, aber ich will das einfach nicht. Und ich habe mir gedacht, einfach, ich muss einmal was machen, da muss man halt einmal aufstehen und muss einmal anfangen. Und ich kenne so viele Leute, die was sagen, die was nur ja, kritisieren und sempern und sodern, oder wie man so sagt. Aber es ist keiner da, der was einfach sagt, ich habe die Eier in der Hose sozusagen und stehe einmal auf und mache einmal was. Ja. Und da muss man einfach einmal anfangen, so wie heute, dass man sich hinstellt und mit euch allen, die was seit so toll erschienen seid, mal anfangen, mal irgendwo einen Start durchzuführen. Und das haben wir heute gemacht, darum sind wir alle da. Es freut mich wirklich, wirklich, wirklich sehr, dass ihr alle gekommen seid, jeder einzelne. Und ja, ich weiß auch, dass das alle keine Corona-Leugner seid, wie man uns hinstellt. So, und die Gastronomie und die Hotellerie, Industrie, ich finde das einfach ein Wahnsinn, was man da mit diesen Leuten da einfach aufführt. Zuerst lässt man sie Hygienekonzepte erstellen, ja, dann lässt man eine Plexiglas hinmontieren, lässt man sie die ganzen Abstände, nur die Hälfte von den Tischen nur mehr reservieren. Ist natürlich auch klar, dass das dann nur mehr die Hälfte von den Einnahmen sind. Nicht? So müssen sie halt irgendwie durchkommen, die Wirte. Das ist eigentlich total wurscht, weiß ich nicht, keine Ahnung, juckt von den Herren Ministern überhaupt niemanden, wie die leben sollen, die müssen zuspüren einfach, dann wird gesagt, ja, wird Werbung gemacht, macht Urlaub in unserem schönen eigenen Land, ja, dann schmeißt man über Nacht 2500 Gäste einfach raus, weil jetzt um die Ecken kommt gleich der Coronavirus und steckt alle gleich an. Ich finde das einfach als übertriebene Maßnahme und das passt alles irgendwie nicht zusammen. Wie gesagt, dem Schutz ist okay, Herr Minister, bin ich absolut auf Ihrer Seite, aber nur sollte man da vorher einfach irgendwie das Hirn einschalten. Ich meine, der Kopf ist nicht nur drauf, damit man heute da oben nicht reinregt oder so, dass es halt nicht nass reingeht. Eigentlich ist das schon zum Mitdenken. Und da gab es sicherlich andere, verständnisvollere Sachen, was man da machen könnte. Ja, und dass man dann natürlich da einen Rotzenschwanz hat, nicht? Das, was sich da dann ergibt, weil im Endeffekt, wenn heute der Wirt zusperrt, hat er kein Geld, dass er heute irgendwas ausbaut, umbaut, dann braucht er keinen Elektriker nicht, weil der Elektriker, weiß ich nicht, der lebt auch von der Luft und von der Liebe oder was weiß ich, der muss ja natürlich auch Aufträge haben, ja, jetzt hat der Wirt kein Geld nicht mehr, jetzt sperrt er zu, dann steht der Elektriker daheim, ja, und die Leute, also die ganzen Leute, was der Wirt halt auch hat, der hat ja Angestellte, der hat ja Köche, der hat ja ein Portier, jedes Hotel oder die größten Hotels, die haben ein Portier, die haben Putzdamen, die haben alle Familie daheim, die müssen irgendwie das Geld dran schaffen. Und dann tut man einfach da sagen, ja, jetzt machen wir da mal schnell zu, ja, wie die dann leben oder wie sie die dann, ja, weiß ich nicht, wie die dann durchkommen, das ist eigentlich ganz egal, das juckt ja nicht wirklich jemanden und das ist halt nicht wirklich richtig, meines Erachtens nach. Und ich muss auch sagen, wahrscheinlich wird es dann einmal so enden, wie es bei den Amis drüben ist, dass man heute sagt, da hat man dann die Gesellschaft so, da gibt es nur mehr Arme und die ganz Reichen halt nicht. Ein Mittelstand wird es wahrscheinlich dann bald nicht mehr geben, nicht? Weil im Endeffekt wird es dann auch so sein, dass man heute die Reinigungsdame oder der Kellner, der was das Geld heimbringt und Monat für Monat schuftet, dass er sich da das Häusl leisten kann und dann einen Kredit nicht mehr abzahlen kann, dann werden sie da stehen und dann wird sie sagen, ja, jetzt müssen wir das verkaufen und dann wird die Stunde des Herrn kommen, der was halt ein bisschen mehr
Kohle eingesteckt hat und wird sagen, boah, das ist ein tolles Angebot, da muss ich gleich zuschlagen. Und im Endeffekt dann gibt es da die Armen und da gibt es dann die Reichen. Und so wird das halt dann wahrscheinlich irgendwann einmal enden. Und ehrlich gesagt, meines Erachtens nach, der Mittelstand ist sehr, 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 sehr wichtig. Kommt mir halt vor. Und was ich eben auch nicht wirklich sehr positiv stimmt, ist halt, warum die ganzen Kulturverbände, Industrie, das wird, warum zum Beispiel darf der Friseur offen haben und das Nagelstudio nicht? Ich weiß es nicht. Gerade im Nagelstudio, ich weiß es, das wird wahrscheinlich die wenigsten da betreffen, aber das sind so kleine Unternehmen, meistens die Friseurin oder die Nagel, sagt man denn da, die Chefin von dem Nagelstudio halt und dann 1, 2, 3 Angestellte und im Endeffekt wird da Plexiglas montiert und Maskenschutz haben sie auf und warum darf dann die Dame, die was da einfach die Nägel macht, frei mit Abstand, mit Plexiglas, warum darf die da nicht mehr offen haben? Warum muss die zusperren einfach? Weißt du, wisst ihr, und das sind so Sachen, wo ich halt einfach sage, ich weiß nicht, ich weiß nicht, vielleicht bin ich so dumm oder weiß nicht, kapiert das nicht ganz, aber gut, das ist ja nicht. Und ja, ich habe es eigentlich dann schon wieder bald einmal, ich muss eher anzahlen, weil die Zeit haben wir auch nicht so. Es ist jetzt zum Abschluss noch Folgendes. Ich hätte noch eine Frage an den Herrn Söder. Ich muss Ihnen eins sagen, ich bin ein Steirer, ich wohne da in Freilassing, ich habe da meine Familie, ich habe da mein Geschäft und am Kopf bin ich vielleicht auch nicht ganz der Dümmste. Aber ich sage Ihnen eins, Herr Minister, wir meinen die sitzt da. Glauben Sie wirklich, dass ich so deppert bin und Ihren Wunsch nachgehe, dass ich heute sage, wenn ich da drüben meinen Nachbarn sehe und der macht da eine illegale Party, Corona-Party, glauben Sie wirklich, dass ich so deppert bin und die verpfeife? Er muss halt einmal sein Hirn einschalten und wenn ich heute sage, ich tue die Hotellerie, Gastronomie, ich sperre die ganzen Bars, ich sperre alles zu. Ja, mein, wo sollen denn die Leute hingehen? Die können ja gar nicht. Erwartet der von uns, dass das die Pandemie oder so, die wird jetzt da in, weiß ich nicht, ein halbes Jahr, ein Jahr, zwei Jahr, drei Jahre anhalten. Solange sperren wir alles zu, solange tun wir alles runterwirtschaften und solange sperren wir die Leute ein. Die müssen alle daheim bleiben einfach. Ja, was hält denn der von uns eigentlich? Ich meine, jeder muss einmal aussehen von seinem Loch daheim, möchte einmal irgendwo mit seinem Spezi oder mit seiner Freundin irgendwo hingehen, was trinken und sie unterhalten. Und ich will nicht einfach da, ich hab da was gesehen da hinten. Und der feiert da hinten am Höfe, um Gottes Willen, hoffentlich stecken sie sich gleich alle an, durch, gleich gescheit, weiß, dass da jeder gehabt hat, weil dann ist es eh vorbei. Aber nur, ich verpfeife auf jeden Fall sicherlich keinen einzigen nicht. Und mir ist das eigentlich. Wie gesagt, es ist ja jeder für seine eigene Gesundheit und für seinen eigenen Körper verantwortlich. Ja? Und wenn ich heute weiß, ich gehe zu meinem Spezi, den was ich so und so kenne, da weiß ich, weiß nicht, klar, du kannst in keinen Menschen nicht reinschauen, aber ich werde da früh zu meinem Spezi gehen können, ohne dass ich ein schlechtes Gewissen habe, ohne dass ich mir irgendwo beim Hintertürl reinschleichen muss, wie ein Einbrecher. Ich meine, wo sind wir denn schon? Ich meine, das ist ja nicht normal, oder? Und dann habe ich noch eine Frage an den Herrn Minister, wie er glaubt, oder wie das funktionieren soll. Ich habe das selbst erlebt und das ist eine wahre Geschichte. Ich bin heimgefahren und dann habe ich schon einen Polizeibus entgegenkommen gesehen. Und ich dachte, ich habe sonst an und für sich kein Problem mit der Polizei. Wenn es dich ganz normal verhältst,
kann da nichts passieren. Und dann sind sie mir entgegengefahren und ich bin halt vorbeigefahren und dann fahre ich im Sekt um, dann sehe ich zwei Spätzeln gehen. Ich muss auch dazu sagen, das war beim ersten Lockdown, wo hat es mir Abstandsbeschränkung gehabt und eigentlich Ausgehverbot. Und dann sehe ich zwei Spätzeln gehen mit jeweils einer Flasche Bier in der Hand. Ja. Ich, naja, bin auch nicht immer auf den Mund gefallen, bleib stehen, ich habe die Kind und so drei Scheiben oben, dann sage ich zu einer, du, das kostet euch jetzt was, gell? Ich habe euch erwischt, wo ist denn da eineinhalb Meter Abstand? Dann sagen die zwei drauf, halt die Goschen, sagt man so, halt einfach den Mund, ja, uns haben sie gerade angezogen. Sag ich, was? Ja, da sind gerade der Polizeibus da gewesen, die haben uns angekassiert. Dann sage ich, ihr seid ja schon überschuld, gell? Ist Abstand, was ist mit Abstand? Ich meine, das wisst ihr ja doch, nicht? Dann hat er gesagt, ja, und das ist auch meine Frage an den Herrn Minister. Herr Minister, die zwei Spätzeln, das sind Arbeitskollegen, die sind nach der Arbeit, haben sie sich Feierabendbier gekauft, sind am Heimweg gewesen mit dem Feierabendbier, keinen Abstand gehalten, ja, und hat man da einfach abgezogen. Ja. Die haben sich da sogar gewehrt dagegen, haben dann gefragt einen Polizisten, ja, warum müssen wir jetzt da zahlen? Nicht? Wir arbeiten in der gleichen Firma. Wir arbeiten auf der gleichen Baustelle, wir sind Fliesenleger. Wir arbeiten im gleichen Boot und wir arbeiten 20 cm nebeneinander. Ja, Herr Minister, wie ist denn das jetzt? Ist das Virus nur privat unterwegs oder ist es beim Arbeiten total wurscht? Ja? Weil im Endeffekt ist es eigentlich Kuft wie Katscht. Ja? In der Arbeit darfst du, weiß nicht, aufeinander sitzen oder einen Handel halten. Und wenn du heute da heimgehst, und da muss ich schon sagen, auch, es wäre halt ein kleines Fingerspitzengefühl von manchen Beamten da von der Seite der Polizei auch sehr wünschenswert, ohne die jetzt zu bekritteln da, ja, dass man heute sagt, okay, ja, wenn sie in der gleichen Firma arbeitet jeden Tag nebeneinander, dann kann man da mal drüber wegschauen, dann braucht man nicht unbedingt 300 Euro einstrafen, damit man das ganze System wieder finanzieren. Und das, meines Erachtens noch, war ja der Bitte an die Polizei, jetzt die, wie gesagt, eben ansonsten sehr gute Arbeit leistet, weil im Endeffekt sind das die Armen, jetzt kann ich es nicht so sagen, aber das sind eigentlich die Armen, Schweine, die was das Ganze ausbaden müssen, was unsere Minister und die oberen Obergescheiden auch da beschließen. Ja. Und darum gebt es bitte schon einmal der Polizei einen anständigen Applaus, bitte. Es ist kein leichter Job, ich möchte ihn auch nicht machen, ich möchte mich da auch nicht unbedingt immer jedes Mal ausstecken und vollsodern lassen, wenn ich heute da im Einsatz war als Polizist, das ist auch ganz klar, aber vielleicht konnte man da über manch eine oder andere Kleinigkeit drüber hinwegschauen. So, ja, jetzt habe ich schon ein bisschen überzogen. Also, wir haben dann, ich weiß nicht, gut, wenn jetzt jeder so überzeugt wie ich, dann werden wir nicht mehr viel Zeit mehr drinnen haben. Ansonsten hätte man gesagt, wenn noch einer oder andere unter euch vielleicht nur zum Schluss, wenn noch was überbleibt, ein Wort reden mag, dann darf er gerne zwischenzeitlich vorkommen, wenn er was zum Sagen hat, so insofern, dass es sachlich ist, nicht persönlich, nicht politisch und zum Thema Corona beiträgt, wenn wir es noch nicht besprochen haben zum Schluss. So, ich gehe jetzt einmal auf, weil ich glaube, es ist besser so.